Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Immersive Assi. Heute für mein Slash 2WD das Proline Pro Series Renngetriebe mit 32p. Das habe ich holen müssen, weil das Originale hat nicht ganz überlebt mit dem 6S, wo ich verbaut habe. Jetzt wollten wir das hier nehmen, weil ich da ja auch das Diff einstellen kann. Das geht ja beim normalen Slash 2WD Differential ja nicht, da kann man nur ein bisschen Fett reinmachen und irgendwann läuft es raus oder nicht, aber das ist komplett einstellbar alles. Wie gesagt, 32p ist auch schon standardmäßig verbaut. Das werden wir jetzt dann zerlegen, uns mal genau anschauen und dann das Diff befüllen. Und dazu haben wir hier von HF Modellsport zur Verfügung gestellt bekommen Diff-Öle. Die sollen richtig, richtig gut sein. Ich tue mal eins her. Hier. HF Modellsport Silikonöl, das ist ein 10.000er, das sind jetzt alle in CPS angegeben. Da haben wir von 100, lauter ein paar einzelne Schritte haben wir hier hoch und enden dann quasi bei 100.000. Die sind zusammen mit einem Rennteam entwickelt worden, was ich finde, dass es auch Sinn macht, weil dann kannst du halt richtig die Qualität auch dann beeinflussen, dass halt wirklich im Profibereich auch nutzbar ist. Und für die 90 Milliliter ist es preislich auch ganz top, da kostet es nämlich dann 6,95. Nur für euch zur Info, Henrik, danke nochmal, wir verlinken euch das unten zum Shop, wo ihr das dann auch bestellen könnt. Genau, und jetzt schauen wir uns hier mal das Getriebe an. Hier, das ist die Bestellnummer, falls es auch jemand von euch bestellen will. Hier hinten auf der Schachtel steht ein bisschen was drauf. Das ist zum Beispiel Stronger Gears, 32p, durchsichtige Getriebeabdeckung ist da. Ist auch nice. Fully Tunable Oil Fillable Gear Differential, also das heißt, mit dem Diff-Öl kannst du das Diff voll einstellen, wie du es brauchst. Und das werden wir jetzt dann auch mal machen. Jetzt legen wir das auf Zeiten und packen das Teil mal aus. So schaut das Ganze jetzt mal hier aus. Ein kleines Tütchen mit Schrauben noch drin. Jetzt gehen wir hier auf die Seite. Schaut eigentlich ganz cool aus. Jetzt schrauben wir es mal auseinander, dass wir ans Diff rankommen. Das müssen wir jetzt als erstes machen. Und wie man auch hier sieht, falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier der Schriftzug von Proline und hier ist die Motorplatte aus Aluminium, nicht aus Kunststoff wie sonst auch. Das ist ganz praktisch, da bin ich dann sehr gespannt, wenn wir dann den 6S Motor dran klatschen, wie das Ganze dann funktioniert. Dann fangen wir mal hier an zu schrauben. Das ist alles noch Plastik, darum machen wir das jetzt erst einmal nur mit alles von Hand. Aber die Schrauben, die gehen da super raus. Dann nehmen wir jetzt doch schnell einen Akkuschrauber hier. Ah, die eine war noch nicht ganz. Oder die ziert sich einfach gerade noch ein bisschen. Ja gut, hat sich noch ein bisschen geziert. Das war die obere. So, jetzt müsste ich es theoretisch... Na, machen wir da drüben das auch noch weg. Sonst. Ja, genau. Sind das Lüfter von der Kamera gerade? Unsere Kamera ist so heiß drauf, auf das Teil, dass sie gleich den Lüfter anspringen lässt. Hammerteil. Jetzt legen wir das mal hier auf die Seite. So, und jetzt vorsichtig und langsam hoch. So, jetzt seht ihr es einmal. So schaut das ganze Spiel aus. Von innen drin. Läuft super. Jetzt nehmen wir mal das Diff raus, aber da brauchen wir jetzt dann erstmal eine Unterlage. Das gute alte Zeber.
hier haben wir das Diff mit beiden Lagern. Drehen sich auch sehr leicht. Das gefällt mir. Dann ja schauen, ob ich jetzt da die Lager runter machen muss oder nicht. Machen wir es mal ohne auf. So, jetzt schraube ich hier das Diff gerade auf. Sehr kleine filigrane Schrauben im Gegensatz zum X-Max Diff. Ups, festhalten. So, jetzt haben wir die vier Schrauben da. Ziehen jetzt das hier vorsichtig ab. Da sehen wir, da ist jetzt schon ein bisschen was drin. Aber das ist mir definitiv nicht fest genug. Jetzt schieben wir das Ganze hier raus. Zack. Ja, da dicht drin, genau. Einmal aufpassen. Den legen wir jetzt gleich wieder hier rein, dass wir danach nicht irgendwo verlieren. Seht ihr es? Der Dichtring. Schauen wir jetzt mal auf Zeiten. Ziehen wir das mal kurz auseinander hier. Einmal ziehen wir, machen das mal kurz ein bisschen sauber. Weil nachdem das jetzt der komplett neu ist, mache ich das jetzt nicht im Wasserbad oder irgendwie hier Bremsenreiniger sauber. Das tue ich einfach bloß ein bisschen abwischen. Dieses, ja, was haben die da reingeschmiert? Irgendein Fett heute. Irgendein Fetten wahrscheinlich. Aber das stört sich ja gegenseitig nicht. Das machen wir jetzt hier einfach nur, wie gesagt, ein bisschen sauber. Ein bisschen abtupfen, das Zeug. Das ist, ja, mache ich da jetzt gar nicht in dem Fall. Wie gesagt, wäre es jetzt irgendwas Altes gewesen, ist klar, dann hätten wir das Ganze natürlich anders gemacht. Hätten wir alles komplett gereinigt, aber ist ja neu. Neues Fett. Richtig schöner Schlunz. Richtig geil. Oder auch nicht, wie man es nimmt. So, jetzt behaupte ich einfach mal ganz dreist und feist. Das passt schon. Genau. Dann tun wir jetzt halt wieder das Teil, ganz wichtig, mit der Dichtung hinten zuerst nach unten durchstecken. Und hier ist jetzt immer darauf zu achten, wenn man das untere zuerst reinlegt, dann muss hier diese Nut, ich hoffe, ihr seht sie gerade, die muss dann nach oben sein, weil dann das zweite Teil umgekehrt dann drauf kommt. Seht ihr es nochmal? Warte mal, ein bisschen gerade. Da seht ihr jetzt das mit der Nut. Ein bisschen schief. So, das ist jetzt bis ganz nach unten. Das heißt, die Zahnräder liegen auf. Das sieht man, wenn man jetzt halt unten dreht und die beiden sich in unterschiedliche Richtungen drehen, dann hat man erst einmal alles pauschal richtig gemacht. So, und jetzt ist es nämlich hier plan, die beiden runden Teile. Sehen wir mal vorsichtig noch. Ja, seht ihr es? Jetzt läuft das alles richtig in der Richtung, wie es laufen soll. Und jetzt bin ich gerade im Überlegen und ich habe gerade echt null Plan für dieses kleine Ding, was ich da hernehme. Weil wir wollen ja Speedrun damit machen und über die Rampe ballern. Das heißt, je flüssiger das ist, umso eher dreht dann das Kurveninnere Rad durch. Aber wir brauchen es ja eher fester, dass nicht der Stift dann mehr durchdreht wie sonst was. Da nehme ich jetzt pauschal einfach mal eine Mene müsste als 10.000er. Was ich, das habe ich vorhin eh schon in der Hand gehabt. Nehmen wir einfach mal als 10.000er und dann ist wahrscheinlich komplett gesperrt oder auch nicht. Lasst es uns ausprobieren. Ja. Wenn wir es dann zubauen, dann teste ich es nochmal, ob es passt oder nicht. Sonst baue ich es nochmal auseinander und nehme halt dann, keine Ahnung, 20.000, 50.000, 100.000, was wir mal da haben. Ja. So, dann machen wir jetzt noch kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich schwenke jetzt doch um auf 100.000.
Ich habe es jetzt nicht komplett leer gemacht, ein bisschen was, ein kleiner Pups ist jetzt da noch drin. Aber ich gehe jetzt auf 100.000, weil das ist mir einfach zu flüssig. Jawohl. Einmal Klebstoff bitte. Verzeihen wir das nach hier unten ein bisschen. Also Leute, wir wären nicht immersive Assi, wenn wir hier nicht was ganz Spezielles dafür hätten. Und zwar haben wir hier ein kleines Gerät, mit dem wir die Luft aus dem Diff, aus dem Dämpfer oder sonst irgendwo rausholen können. Mit Unterdruck, mit dieser Pumpe hier. So, jetzt seht ihr nochmal, jetzt haben wir hier das Diff reingestellt mit dem 100.000er Öl. Jetzt machen wir den Deckel hier drauf. Und machen hier das Vakuum. Jetzt sieht man schon ganz, ganz viele kleine Bläschen. Das lassen wir jetzt ein paar Minuten stehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute, pfiat euch. Leute, jetzt haben wir 10 Minuten gewartet. Jetzt lasse ich hier oben ganz langsam vorsichtig den Druck raus. Hört man das? Ja. So, ausnehmen. Jetzt sind nur noch ein paar klitzekleine Bläschen drin, aber die stören jetzt halt auch nicht mehr. Die meisten sind wirklich rausgegangen, die hat man zerplatzen gesehen. Ja, sehr geil. Jetzt machen wir das hier wieder oben drauf. Da muss man jetzt halt nur schauen. Da gibt es nämlich kleine Nasen. Weiß nicht. Sieht man das hier, diese kleinen Nasen? Und die können hier in die viereckigen Löcher dann rein. Und dann geht das ganze Ding auch wieder zu. Super, ganz, ganz klasse ging das. Das Diff-Öl muss ich auch wirklich sagen, das ist auch wirklich toll. Machen wir hier mal schnell sauber das Teil. Jetzt schrauben wir das erstmal bloß semi-fest, also ein bisschen leicht. Und dann zum Schluss machen wir es dann verteilt über Kreuz. Ganz fest dann. Nicht zu fest, das ist nämlich Kunststoff hier, das ist das Gehäuse. Hier oben ist dieser Deckel, ist ein Kunststoff, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also danke nochmal Henrik für die ganzen Öle, wir werden die jetzt ab sofort nur noch verwenden. Dann schauen wir mal wie sich es dann erfährt. Aber zum Verarbeiten ist das also fürs 100.000er war das jetzt schon super zum Verarbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Hoppala. Ja, die Bäuche krummeln ein bisschen, noch nichts gefrühstückt, selber schuld. So, einmal fest. Zweimal fest. Dreimal fest, passt. Viermal fest, jetzt schauen wir nochmal, ob sich die erste und die zweite gelöst haben. Nein. Fest, fest. Fest. Passt, die sind jetzt alle fest, dann bauen wir es jetzt wieder zusammen. Weiß jetzt noch irgendjemand, wie das zusammengehört? Ist ein bisschen zu weit oben. Jawohl, so rum gehört es. Haben wir natürlich jetzt halt vorhin nicht gemerkt, wie rum das ist, aber läuft super. Dann schrauben wir das jetzt hier vorsichtig alles wieder zusammen, so wie es zusammengehört. Schauen, dass alles schön zu ist und dass nichts verkantet beim Schrauben. Schauen wir mal, die sind gleich lang, die Schrauben, also es ist der Wurscht. Passt alles erst einmal. So, hier oben kommt die kleine rein. Hier
Gucken wir mal. Hier kommt dann die lange rein. Brauchen wir jetzt den etwas kleineren wieder. Ein Zweier. Ja, die sind auch fest. Jetzt haben wir nur noch die drei Schrauben da. Oh, das war jetzt hier ganz unten die ganz lange Schraube, genau, dann die mittlere Schraube hier rein. Und hier oben die Schraube rein. Schrauben wir jetzt nur noch die fertig, dann sind wir durch. Einmal. Das ein bisschen anders halten. So, ist fest. So, alle Schrauben sind jetzt wieder fest. Gut, Diff ist auch. Wenn ich das in die jeweilige Richtung bewege, aber so genau können wir das jetzt innen noch nicht sagen, weil da noch kein Motor, mit Ritzlinden dran hängt. Aber es scheint dann doch ziemlich fest zu sein. Dreh mal. Alles ziemlich schwer, seit er gerade eben. Da kommen wir nicht gescheit hin ohne die Antriebswellen. Das zeigen wir dann nochmal, wenn dann die Reifen dran sind, beziehungsweise das ganze Auto erstmal hier drin ist. Jetzt möchte ich nur schauen, noch ganz kurz. Einmal müssen wir noch Schrauben schnell aufmachen. Jetzt machen wir schnell diese Abdeckung runter. Kleinen Moment. Das ist jetzt aber ein Plastikzahnrad. Das werde ich noch abändern. Da werde ich noch ein Metallzahnrad dann drauf bauen. Das sollte dann die Tage auch irgendwann mal kommen. Schade, hätte ich jetzt schon damit gerechnet, eigentlich, dass das hier dann Stahl ist. Der 56er. 32P ist 0,8er Mod. Falls es irgendjemand noch interessiert, dann bauen wir jetzt halt die Abdeckung wieder drauf. Bloß kurz mit dem Akkuschrauber und den Rest dann eben von Hand dann wieder schrauben. Ja, nicht ganz so fest. Reicht das. So Leute, das war das Teil. Das baue ich jetzt dann ein, ohne Video. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es im Auto drin ist. Bis dann. Servus.